einem neuen Video. Heute auf Kanal. Mit dabei ist heute. Hallo. Hey. Hey, was geht, was geht? Ugo, hast es einfach Intros offstream aufzunehmen. Digga, das ist so unangenehm. Falls ihr wissen wollt, warum wir beide so aussehen, ja, dann jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir haben euch mit Hugo zusammen Rad der Wahrheit gespielt. Das unangenehmste Format, was es gibt auf Twitch. Scannt einen Daumen nach oben da und checkt Hugos Channel ab. Ja, hallo. Oh, yes, let's go. Eine Regelung, ihr dürft nicht sagen, wie ist deine Handynummer, wie ist deine IBAN, wie ist deine Adresse. Also alle Sachen, die wir nicht antworten können, obviously, die gehen nicht. Erste Frage ist, was ist in deiner Galerie, das Hugo nicht zeigen darf? Digga, ich zeige niemand meine Handygalerie. Geht nicht. Ja, muss spinnen. Nee, das ist ja die Frage, was ist in deiner Galerie, das Hugo nicht zeigen darf? Was ist deine Antwort? Private Sachen. Ja, okay. Du hast Nova gezeigt, ja, aber Nova ist eine Frau. Weißt du, wenn Nova meinen Arsch sieht, juckt mich nicht. Nee, das sage ich nicht. Ich spinne. Komm, gib mir was Nettes. Sei nett. Oh mein Gott. What the fuck? Ich kann das nicht. Was ist das? Jetzt muss ich 3 Minuten Stand-Up-Comedy machen. Ah, du musst lustig sein. Ja, aber ich kann das nicht. Ja, das weiß ich. Hallo, willkommen zu meiner Stand-Up-Comedian-Show. Ich erzähle euch heute die witzigsten Witze aus meinem Leben. Meine erste Frage ist, Hugo, wie nennt man, was ist, nee, nochmal. Was ist das Lieblingsessen von Autos? Hackplätzchen. Sehr gut, das ist dann schon mal der erste Witz. Der hat gar nicht gezündet, aber das ist in Ordnung. Die Witze kommen nicht ganz so bei dir an, so wie wenn ich ein belegtes Brötchen anrufe. Belegt. Du kennst doch Wichteln, oder? Ja. Yeah. Und dann gibt's ja auch Schrottwichteln, wo du Scheiße verschenkst, so. Ja. Yeah. Also irgendwas, was du zu Hause hast. Und dann war Schrottwichteln im Kindergarten. Aber dann waren manche Eltern richtig sauer, weil sie sich gefragt haben, warum sie jetzt Kevin mit nach Hause nehmen müssen. Ich bin Schrottwichteln. Das Kind wurde gewichtelt, weil's Scheiße ist. Wieso lachst du über den nicht? Wer ist der weibliche Anime-Charakter, zu dem du zuletzt onaniert? Da sind wir mal wieder. Ja, weiß ich halt nicht. Was soll ich darauf antworten? Dann musst du leider das Rad spinnen. Nein, 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 ich weiß ja nicht. Dann musst du das Rad spinnen. Nein, weiß ich nicht. Ja, okay, dann sage ich irgendwas jetzt. Ich kann auch gucken. Ja. Ja, soll ich gucken? Ja. Das ist ja so ein neues Spiel rausgekommen. Zelda. Ja. Gut, wir können die nächste Frage machen. Er hat's beantwortet. Da Hugo es noch nicht weiß, was ist im... Jetzt muss ich spinnen. Was? Nein, auf gar keinen Fall. Sag doch. Nein, wir haben das damals schon im YouTube-Video rausgeschnitten. Ich werde es nicht im Stream beantworten. Mach Wurm. Ja, was macht ein Wurm? Ja. Okay. Ich könnte schon mal an Hugo die nächste Frage stellen. Ich bin einfach hier. Mach die Frage an Hugo. Ignoriert mich. Body Counts. 1. 1? 1. Das wusste ich nicht. Wie? Gut. Wann ist der Kurs? Das ist dieselbe Frage. Die werde ich nicht beantworten. Ich wenigstens Musik? Nein. So ein scheiß Assi. Was mach? Hey Siri, stell Timer auf 1 Minute. Fang an jetzt. Ah, oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Warum machst du das jetzt? Hugo, halt dein Maul. Warte, warum musst du jetzt weitermachen? Mach ich doch. Ist das so? Ich kann nicht mehr, Hugo, ich kann nur die 3. Hör auf. Wann ist diese scheiß Minute vorbei? Ich möchte verenden. Ah, kann hier nicht weiter sitzen. Ich kann nicht. Hör auf, hör auf, hör auf. Vorbei. Egal, passt. Hör auf. War vorbei, war 1 Minute. Das kann ich euch nicht sagen. Mach doch. Nein. Du bist ein Lacher gerade. Ich sag alles. Aber das Ding ist, ich kann es auch gar nicht so sagen, weil ich gehe nicht auf Seiten, sondern ich bin immer auf Twitter, deswegen die Leute lachen. Twitter! Auf jeden Fall habe ich deswegen nicht so wirklich, habe ich keinen Suchverlauf, sondern ich gehe halt auf Accounts und gehe da auf die Medien. Spinnen. Scheiße. Mach was Korrektes. Halt. Ah, ich weiß sogar, ich hol's. Ich hab's. Kann man einfach so einen Shot Tabasco trinken, ohne dass man erstickt? Ich hab's gemacht, ja. Und wie hast du dich danach gefühlt? Ich musste fast kotzen, beziehungsweise ich hab gekotzt. Hast du gemacht? Runterschlucken, nein, nein. Oh, okay. You're watching Badlands Chuck. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ist aber okay. Hä, aber ist krass. Also ist okay. Ich hätte jetzt rumgeschrien. Dann nimm jetzt noch einen Shot. Ganz sicher nicht, auf gar keinen Fall. Das war okay. Ist das Spin? 14,5. Okay. Dann nicht. Dann können wir weitermachen. Ist ja keine Frage. Das sind halt zwei Freunde von mir. Was ist jetzt die Frage? Ja, du musst für einen entscheiden. Ja, aber ich liebe die ja beide von Herzen. Ja, nee, geht nicht. Entweder Chris oder Sabine. Nee, das geht nicht. Spin. Das ist eine gemeine Frage, ehrlich. Gemeine Frage.
Das ist ja schon wieder so eine Scheiße. Wait, kann ich selber zeichnen? Ja, wahrscheinlich ja. Was wird er tun? Man weiß es nicht. Ich darf egal was machen? Ja. Okay. Was wird's wohl? Ich kann es gar nicht erahnen. Ist es vielleicht ein spitzer Kork? Hey, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, Mann. Der kam ja über unerwartet. Perfekt, ich lieb's. Es ist mega nice. Lieblings-Pyrno-Kategorie außer Hentai. Ja, das wollte ich ja vorhin nicht beantworten, aber du meinst ja, du bist ein Macher und beantwortest alles. Schauen wir mal, ob Hugo wirklich ja, so aber für Content spinne ich einmal, weil ich habe nie gespinnt. Für den Content willst du spinnen? Ja. Ist das erste Mal, dass du spinnst? Nee, ich weiß ja. Ja. Oh, das ist cringe. Das ist richtig unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Ich weiß, wie wir das glaubwürdig machen, dass du, da hast du irgendwie so deinen Flug verkackt und fragst jetzt irgendwie, ob du irgendwie so bei Kevin oder so mitfliegen kannst. Fragst du jetzt einfach, ob das möglich ist, dass du einfach eine Schlappe im Kopf hast. Imagine, ruft euch an und fragt auf Ernst, dass er ob er in eurem Kopf mit kann. Ja, Bro. Ich habe ein Problem. Ich habe meinen Flug für Madeira verpasst und ich wollte fragen, ob ich bei dir mitfliegen kann, auf dem Koffer oder irgendwie sowas. Was zum Fick, Digga, ich bin der Tanzstadt, ich ruf später zurück. Okay, tschüss. Ja, ich glaub, dass du es ernst meinst. Nein, hat er nicht. Ja gut, schade. Fast funktioniert. Ich hab mir das geschrieben, Sprachnachricht. Ey, Bro, buch dir Flug für Montag einfach. Da fliegen wir, dann fliegen wir zusammen einfach. Kommst du vorher nach Köln, kannst du irgendwie eine Nacht oder so bei mir und dann wieder dahin. Das ist eigentlich der easiest way. Soll ich sagen, ich habe kein Geld und ich will Koffer? Sag, er ist ausgebucht, ob du den Koffer kannst. Ja, habe ich schon geguckt, aber das Problem ist, das ist ausgebucht überall. Kann ich bei dir bitte, bitte Koffer mit... Bitte, das geht irgendwie. Stark. Das war echt krass. Das ist echt krass gewesen. Bro, bist du dumm, Alter? Das geht nicht. Doch, doch, das geht irgendwie. Kannst du fragen bei Flughafen? Find's geil, dass Kevin das ist einfach glaubt. Ich glaube, spätestens an dem Punkt hätte ich einfach mal nachgeschaut, ob die andere Person gerade live ist oder nicht. Das ist voll cringe. Ich bin ja nicht in meiner Prime. Also man muss dazu bedenken, dass Hugo auch 2,5 Jahre jünger als ich bin. Das ist schon mal unangenehm. Aber rein objektiv bewertet, so jetzt, wenn ich so ich dich nicht kennen würde und ich habe so ein Foto von dir. 8 von 10. 8? Warum nicht 10? Warum nicht 9? Ist halt saujung. Nee, nee, das ist nicht der Grund. Doch, das ist schon der Grund. Und dein T-Shirt hat Flecken. Aber sonst, guter Typ. Danke. Krasse Augenfarbe. Du auch, wir haben die gleiche, ne? Es ist voll selbstverliebt beide, oder? Krasse Augen. Hey, du auch, wir haben dieselben. So, letzte Frage an Hugo. Digga, können wir bitte die Frage, es gibt dieses Überscheiße, das weiß dann doch Rad. Jeder. Nein, 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 das weiß doch jeder. Das ist doch überlangweilig. Digga, ich drehe Rad für Content. Weil die Säure, hier, ich hab's auch noch gesagt. Das ist so wirklich das Ding. Das ist der Peak. Ich finde das, ja. Ja? Problem. Ja. Wir können nochmal drehen. Okay, dreh nochmal. Das ist mit dem Schlüssel, mit dem gebrochenen Schlüsselbein halt schon eine Nummer, bin ich ehrlich. Oh ja. Oh Gott, ja. Abschluss. Suchst du aus? Mhm. Ja, okay, der ist nicht so schwer. Ja, das Schwere daran ist, das alles auswendig zu können. Ich glaube, am besten ist, wenn ich von... wenn ich in die Richtung filme. Ist das normal, dass Stimmen mit mir reden? Mit den Kopfhörern? Nee. Hörst du dich selber? Nein, nein, nein. Manchmal sagt die so... Also wenn du drauf drückst, ja. This guy is going shizu okay. Chat. Stopp. Nicht schlecht, aber der Anfang war ein bisschen gechoked. Was? Nein, glaube, wir machen nicht nochmal. Aber es wäre cooler, wenn ich so coole Kamera-Movement mache. Weißt du, habe ich nicht dran gedacht. Wieso ist da Anime oben? Hugo, war das vorher auch schon so? Was? War egal. Stopp. Digga, es ist überhaupt nicht gesynkt. Egal, scheiß drauf. Warte, ich schau mir mal Hugos TikTok an. Ah, ist schon hochgeladen? 600 Likes, weil so muss es nämlich sein, Chat. Die Frage ist, warum es 56 Leute gespeichert haben. Es haben mehr Leute gespeichert, als Leute einen Kommentar geschrieben haben.